Ich bin nicht perfekt. Ich gebe euch in meinen Videos immer viele Impulse mit auf den Weg, Tipps, Ratschläge und so weiter. Aber das heißt nicht, dass ich alle davon ständig auch selbst berücksichtigen kann. Und viele davon gebe ich auch mir selbst viele Impulse. Einfach Impulse, die ich auch selbst hören soll oder immer mal wieder selbst hören soll. Man sagt anderen immer nur das, was man auch selbst hören soll. Ich habe auch schlechte Tage. Ich bin auch schlecht mal drauf. Ich meckere oder beschwere mich. Ich lästere auch mal oder habe Vorurteile. Ich achte nicht immer zu 100% darauf, dass irgendwas vegan ist. Ich habe Tage, an denen ich einfach nur im Bett liege und Löcher in die Wand starre, weil ich irgendwie nicht weiß, wo ich anfangen soll, was zu tun oder weil ich lethargisch bin oder blockiert bin oder irgend sowas. Es gibt Tage, an denen ich traurig bin. Ich meditiere nicht jeden Tag. Ich bin nicht immer gut drauf und ich bin nicht immer achtsam und, ja. Aber ich stehe dazu und ich finde es okay, dass es so ist. Weil ich bin noch lange nicht am Ziel meiner Reise angekommen und ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Leben überhaupt jemals an diesem Ziel ankomme. Ich habe auch gar kein festgestecktes Ziel. Ich habe kein, okay, ich möchte genau so und so und so sein. Ich bin kein Mensch, der irgendwo genau reinpassen will und ja, irgendwie 100% in irgendetwas erreichen will. Das war noch nie mein Ding und in diesem Leben wird es, glaube ich, auch nicht mein Ding. Ich möchte für mich einfach in dem Moment, in dem ich existiere, das Bestmögliche rausholen. Und wenn ich einen Tag habe, an dem ich irgendwie was total Dummes mache, schlecht drauf bin, jemanden verletze, mich selbst verletze, was auch immer, dann möchte ich das erkennen und daraus lernen und es beim nächsten Mal hoffentlich besser machen. Und wenn nicht, dann hoffentlich dieses Mal daraus lernen. Aber ich habe an mich nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Und daher habe ich ihn auch nicht an andere Leute. Und es gibt für mich dieses Perfekt nicht. Wer von uns möchte dieses Perfekt definieren? Es wird auch, wenn ich jetzt für mich perfekt wäre, ja, oder alles perfekt machen würde, in meine perfekte Form passen würde, wenn ich eine hätte. Selbst dann würde es immer noch ganz viele Menschen geben, die was auszusetzen haben. Ja, der eine meckert, weil ihm meine Frisur nicht passt, ich ihm mit Piercings nicht gefallen, ich ihm mit Piercings besser gefallen hätte. Dem einen bin ich zu dünn, dem anderen zu dick, dem einen rede ich zu schnell, dem anderen zu langsam. Der eine findet meine Stimme toll, der andere findet sie scheiße. Dem einen passt nicht, was ich anhabe, der andere wünscht sich, ich würde was anderes anziehen, was auch immer. Ja, es gibt immer Leute, die was an dir auszusetzen haben. Es gibt immer Leute, die was an mir auszusetzen haben. Du kannst nie jedem gerecht werden, ich kann es nie. Die Einzige, der dir Perfektion vorschreiben könnte, wärst du selber. Also zu sagen, hier, das und das ist perfekt. Aber man ist auch in der ständigen Veränderung begriffen. Das Leben ist eine Veränderung, das Leben ist ein Wandel. Und was du vielleicht heute für perfekt hältst, kann sich morgen oder in einem Jahr oder in 10 Jahren schon völlig ändern. Und das finde ich auch mal was sehr Interessantes, auch gerade so im Internet, wenn ich auch bei anderen Leuten das verfolge, bei anderen YouTubern, wenn ja wieder so eine Phase des Wandels eintritt und man diese Phase zulässt und sich einfach ein Stück wieder verändert oder teilweise auch sehr große Veränderungen mitmacht oder so, dann gibt es ganz viele andere Menschen, die mit dieser Veränderung nicht umgehen können, die daran festhalten, dass du so bleiben sollst, wie du warst. Was ich sehr faszinierend finde, weil normalerweise sollte es ja für einen selbst wahrscheinlich meistens am schwierigsten sein, sich zu verändern. Aber vor allem ist es ja eine totale Privatsache, diese Veränderung. Und ich finde es dann immer spannend zu beobachten, wie sehr sich andere Menschen da einmischen. So von wegen, oh nee, das kannst du doch nicht machen oder das steht dir nicht oder warum tust du das und das bist doch nicht du und so weiter. Ja, aber wie können diese Menschen das entscheiden? Wie kann jemand anderes wissen, wer du bist, wie du bist? Das kann immer noch am ehesten man selber rausfinden, man selber entscheiden. Man selber weiß, wie man ist, wie man denkt, wie man fühlt, wie man in Verbindung mit anderen ist. Du weißt, wie dein Verhältnis zu dir ist, wie dein Verhältnis mit deinem Partner ist, wie dein Verhältnis im Job ist und. Und natürlich können andere Menschen einen gewissen Einblick bekommen. Oder weil du ihnen etwas erzählst, weil du es in Videos präsentierst, was auch immer. Aber sie wissen immer nur einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen Teil. Und da ist einfach ganz, ganz viel ja, Urteil mit drin. Wenn wir irgendwie erzählt bekommen, wenn mir eine Freundin erzählt, hey, ich habe gerade Stress mit meinem Freund, das und das ist passiert, dann versuche ich das ja dann aus meiner Position heraus zu sehen, okay, wie stelle ich mir diesen Streit vor oder dieses Thema, um was es ging und mache daraus eben ja quasi meine kleine Realität und meine Beurteilung. Aber wie das dann zwischen den beiden wirklich war und alles, das weiß ich ja gar nicht.
Und wenn sich jemand verändert, weiß ich auch nie, okay, warum passiert es und ist es wirklich die Person? Oder auch jemand einfach so ist, wie er ist, wenn ich jemanden neu kennenlerne. Und dann natürlich versucht man, sich ein Bild zu machen. Aber ich kann mir immer nur ein Bild aus meiner Perspektive machen und nie wirklich aus der Perspektive des anderen Menschen. Insofern mach dir da bitte nicht so einen Stress, perfekt sein zu wollen. Setz dich da bitte nicht selbst unter Druck. Ich kenne das selber, ich mache mir auch manchmal diesen Druck oder denke mir so, oh, Hilfe, was werden jetzt andere Leute denken? Also bei mir geht es ja vor allem spezifisch um YouTube. In meinem Bekannten- und Freundeskreis und Familienkreis sagt niemand irgendwas Negatives über irgendeine Veränderung. Da lässt wirklich jeder jeden so sein, wie er ist, was ich richtig, richtig zu schätzen weiß. Aber auf YouTube ist natürlich immer, die Leute bewerten das immer, sie kommentieren es natürlich, ja, sie geben immer ihre Meinung dazu. Und wenn du vielleicht in einem Job bist, wo du viel immer mit anderen Menschen zu tun hast, kriegst du das vielleicht auch mit oder viele Kollegen hast. Wenn du einen großen Freundesbekanntenkreis hast, vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du einfach immer viele Menschen um dich herum hast, die dich bewerten, beurteilen, ihre Kommentare dazu abgeben. Aber dann nimm das nicht irgendwie schlimm, negativ, persönlich auf. Selbst wenn da Sachen bei sind, wo du denkst, okay, der Mensch kennt mich doch gar nicht genug, wie kommt er jetzt zu so einer Behauptung? Aber du musst auch sehen, dieser Mensch urteilt ja immer nur aus seiner Position, aus seiner persönlichen Position. Also er sieht dich quasi als seinen Spiegel und urteilt dann. Also er bewertet nicht dich oder kritisiert nicht dich oder was auch immer. Es kann ja positiv und negativ sein, sondern er... ja, bewertet sich selbst das, was er in seinem Spiegel sieht. Also das, was er dann, was du ihm an Informationen gibst oder was er von dir sieht, das projiziert er auf sich und andersrum. Aber in dir ist er ja nicht. Er sieht nicht mit deinen Augen, er fühlt nicht mit deinem Herzen. Er weiß nicht, was du die ganzen letzten Stunden, Tage, Wochen, Jahre gemacht hast. Sondern er definiert dich nur an kleinen Ausschnitten, in die er seine persönliche Wertung reinlegt. Und ich finde, das hilft immer wirklich, wenn man weiß, dass es nicht persönlich ist. Weil selbst wenn diese Person es persönlich meint, kann es eben gar nicht persönlich gemeint sein, weil die Person dich einfach nicht genug kennt. Selbst wenn es ein Mitbewohner ist, dein Partner, deine Mutter, trotzdem sind es immer noch zwei verschiedene Individuen, zwei verschiedene Leben, Ansichten, Wertungen. Und vielleicht magst du da das nächste Mal irgendwie dran denken. Also mir hilft es auch wirklich, wenn ich daran denke, wenn du dich vielleicht manchmal von etwas getroffen fühlst oder manchmal ist man ja auch dünnhäutiger oder zweifelt ein bisschen oder irgend sowas. Und dann ist man natürlich auch angreifbarer oder bietet eine größere Projektionsfläche. Aber was mir dann immer hilft, ist einfach wirklich mir zu sagen, das ist nicht persönlich gemeint. Die Person kennt mich gar nicht. Und das hilft mir ungemein. Vielleicht dir auch beim nächsten Mal. Ich würde mich mal gerne interessieren, was ihr so, ja, wie ihr das macht, wenn ihr irgendwie euch verändert oder wenn ihr auch Kritik oder Lob von anderen Menschen bekommt, wenn sich andere Menschen auch in etwas einmischen, ungefragt. Ja, also zum Beispiel vielleicht auch eure Beziehung oder euren Job oder auch eure Person betreffen, wie ihr aussieht, was ihr macht, was auch immer. Also es gibt ja immer irgendwas, wo die Menschen was zu reden haben und was zu reden suchen. Und da würde mich interessieren, wie ihr damit umgeht. Ist es etwas, was euch total egal ist, weil ihr einfach zu 100% zu euch steht? Ist es etwas, wo ihr euch leicht verunsichern lasst noch? Wenn ihr dazu steht und euch nicht verunsichern lasst, gibt es irgendwelche Tricks, die ihr für euch habt, wo ihr euch dann ein bisschen abgrenzen könnt? Ich würde mich da riesig freuen, weil so können wir vielleicht so ein bisschen auch was sammeln, was Menschen helfen kann, die eben dann noch so ihre Zweifel und ihre Probleme damit haben. Oder ja, wie auch ich habe auch meine Tage, an denen ich dann total angreifbar bin oder an denen ich denke, okay, warum machen Menschen sowas oder warum mischen sich Menschen sowas ein? Oder es gibt ja manche Leute, denen fallen Sachen auf, wo man nie drauf kommen würde oder die einem selbst nie bei anderen auffallen würden. Ja, und dann gibt es einfach Tage, an denen ist man irgendwie energetisch so weit unten oder so dünnhäutig, wo einem total viel nahe geht, wo man ganz viel persönlich nimmt. Aber gerade an so Tagen kann man sich für sich dann so auch wieder eben kleine Kniffe finden, wie eben so dieses wirklich mal, nein, diese Person sieht nur einen Spiegel und wertet sein Spiegelbild. Aber das bin nicht ich, der da irgendwie das Ziel ist. Also ich bin gespannt auf eure Tipps, Vorschläge,
Impressionen, Impulse, was auch immer. Haut's raus, ich freue mich drauf und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und Walkie!